Hallo, guten Morgen. Wenn in Brasilien ist und guten Tag, für wenn in Deutschland ist. Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme an unserem heutigen Webinar. Mir persönlich ist es eine sehr große Ehre, mit diesen zwei hochbekannten deutschen Rechtsanwälten zu sein. Ich bedanke mich noch einmal dafür, dass Sie unsere Einladung herzlich akzeptiert haben. Ich möchte Herrn Professor Dr. Eckhard Brodermann und Frau Dr. Patricia Nascimento vorstellen. Okay? Professor Dr. Eckhard Brodermann ist der Senior Partner von Brodermann Jahn. Diese Kanzlei wurde in Jahr 1996 gegründet und hat 22 Anwälte. Er ist die Special Adjunct Member of the Board of Primeros for Special Projects. Er ist auch Professor von Universität Hamburg. Er lehrt internationales Vertrags- und Schiedsrecht. Er hat ein LLM in Harvard. Er ist auch Maître en droit von Paris 5 und auch natürlich Rechtsanwalt, Attorney at Law in New York. Er ist auch ein Mitglied von FCAB in London. Er ist Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht in Deutschland. Rechtsanwalt in Deutschland und hat zahlreiche Publikationen seit dem Jahr 1981, zum Beispiel Union Droit Principles of International Commercial Contracts, ein Article-by-Article-Commentary. Also vielen Dank, Professor Eckert, weil Sie noch einmal unsere Einladung akzeptiert haben. Okay? Vielen Dank. Und ich möchte auch Frau Dr. Patricia Nascimento vorstellen. Sie ist die Leiter von dem German Dispute Resolution Team von Herbert Smith Freehills. Sie ist auch eine sehr bekannte Rechtsanwältin und sie ist Doktorin von Europa-Institut in Saarbrücken in Deutschland und sie hat manchmal Reden in Universität in Heidelberg und Frankfurt und auch im Europa-Institut in Saarbrücken. Und Frau Dr. Patricia Nascimento, sie ist die Co-Autorin von diesem Buch, das Arbitration in Germany, The Model Law in Practice. Das ist ein sehr wichtiges Buch über Schiedsgerichtsbarkeit in Deutschland. Es ist auf Englisch. Also ich glaube, ich bin Ausländerin, natürlich, ich bin Brasilianerin. Und nach meiner Meinung ist dieses Buch das wichtigste Buch über deutsche Schiedsgerichtsbarkeit auf Englisch. Und dieses Buch hat mir so viel geholfen, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Also es ist ein sehr, sehr wertvolles Buch. Also noch einmal, Frau Dr. Patricia, vielen Dank, weil Sie unsere Einladung herzlich akzeptiert haben. Okay, danke schön. Wir möchten damit anfangen und ich möchte Ihnen mitteilen, dass Sie Fragen in YouTube stellen können. Okay, und wir glauben, dass vielleicht nicht jeder von unseren Teilnehmern kann sehr gut Deutsch verstehen, ne? Also hören und auch schreiben. Deshalb haben wir Übereinkommen, dass Sie Frage auf Englisch stellen dürfen in die YouTube. Okay? Also Sie können natürlich auf Englisch schreiben, die Fragen und auch die meistens Präsentationen hier werden auf Englisch, damit Sie vielleicht besser verstehen können. Okay, also bitte schön, wir werden sehr froh sein, wir freuen auf Ihre Frage
Und natürlich können Sie das im YouTube stellen. Okay? Also wir fangen zuerst mit Frau Dr. Patricia Nascimento. Sie wird über deutsches Recht sprechen, und auch über die Übereinkommen von Vienna, die CISG, die ganz bekannt als CISG. Ich werde später über brasilianischen Recht sprechen. Und dann zu Ende, last but not least natürlich, wird Professor Eckert Brodermann über die UNIDROIT Principles sprechen. Okay? Also Professor, Frau Dr. Patricia Nascimento, bitteschön. Dankeschön. Ich versuche, meinen Bildschirm zu teilen. Funktioniert das? Ja, wir sehen das. So, vielen Dank. Vielen Dank, Fabian, auch für die sehr freundliche Einführung. Ich finde, das ist eine gute Idee, dieses Webinar zu machen. Es kommt genau richtig. Man muss sich über diese Dinge Gedanken machen. Die Covid-Pandemie legte und legt bis heute Teile der Weltwirtschaft lahm. Das bezieht sich natürlich auch auf den deutsch-brasilianischen Handel. Der Flugverkehr zwischen Brasilien und Deutschland ist praktisch zum Erliegen gekommen. In den Anfangsmonaten, jetzt scheint es wieder zu gehen, es ist aber trotzdem noch sehr, sehr problematisch. Zwischenzeitlich gab es praktisch keine Reisen. Das führte natürlich auch dazu, dass Vertragsverhandlungen, ob über Neuverträge oder Vertragsanpassungen, sehr erschwert wurden. Dienstleistungen, zum Beispiel Serviceleistungen, konnten gar nicht durchgeführt werden. Und natürlich hat das große Auswirkungen auf den deutsch-brasilianischen Handelsverkehr. Es kam natürlich auch durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens viele Betriebe zum Erliegen, die eben auch ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen konnten. Es stellt sich dann die Frage, in einer globalisierten Welt wie der heutigen gibt es natürlich Vertrags- und Lieferketten, eben nicht nur im bilateralen Verhältnis, sondern eben auch multilateral. Zulieferer für deutsche oder brasilianische Unternehmen können dementsprechend auch aus Drittstaaten kommen. Ich habe ein paar Slides vorbereitet, die sind over-inclusive. Es geht auch darum, ein paar Materialien zu haben, die Sie dann nachher sich anschauen können. Wenn wir jetzt mal in den deutsch-brasilianischen Handel reinschauen, das ist ein Handel, der von signifikanter Bedeutung ist, und zwar für beide Staaten. Deutschland ist für Brasilien der viertgrößte Handelspartner und der größte Handelspartner in der Europäischen Union. Aus deutscher Sicht ist Brasilien der 30. größte Handelspartner. Das Handelsvolumen beträgt gut 17 Milliarden Euro. Die wichtigsten Exportgüter sind aus deutscher Sicht Medikamente, Automobilteile, Maschinen, Chemieprodukte und auch natürlich aus der deutschen Sicht dann Kaffee, Erze, Sojaschrot und Rohöl. Wir sollten auch nicht vergessen, es gibt viele bedeutende deutsche Unternehmen mit einer großen Niederlassung in Brasilien. Siemens, BASF, Volkswagen, Mercedes-Benz, Fraport, Bosch, Melitta, Continental und Bayer. Vor Corona haben deutsche Unternehmen in Brasilien über 100.000 Arbeitnehmer beschäftigt. Wenn wir jetzt mal schauen, wie ist eigentlich die Vertragslage? Ich habe das hier mal aufgemalt, damit Sie einen Überblick haben. Wir werden uns in meinem Vortrag mit CISG, also mit dem UN-Kaufrecht und mit deutschem Recht befassen. Die Kollegen übernehmen dann andere Bereiche. Die typischen Problematiken im transnationalen Handel sind durch die Pandemie sind unterbrochene Lieferketten, und zwar sowohl im Verhältnis Deutschland-Brasilien
als auch im Verhältnis zu Drittstaaten, sofern es sich um Zulieferer für deutsche oder brasilianische Unternehmen handelt. Dazu kommen verzögerte Leistungen durch die Beschränkungen des Güter- und Personenverkehrs und natürlich die Absage von Veranstaltungen. Es handelt sich in aller Regel um Vertragsverletzungen in Form von Nichtleistung oder verzögerter Leistung. Das heißt, man schaut sich natürlich als erstes das anwendbare Recht an. Gibt es hier eine Regelung, dann gilt diese natürlich, dann gilt die vorrangig und insbesondere schaut man, ob der Vertrag eine Force Majeure-Klausel enthält. Wenn es die nicht gibt, dann schaut man in das anwendbare Recht und hier eben dann das entsprechende Sachrecht. Vielleicht ein, und wir kommen gleich dazu, vielleicht ein paar Worte zu Force Majeure-Klauseln. Diese haben in der Regel eine unterschiedliche Ausgestaltung. Es gibt hier Vertragsfreiheit und man sieht nahezu jede beliebige Rechtsfolge. Eine sehr häufige Rechtsfolge ist die Vertragsanpassung nach Treu und Glauben. Und hier muss natürlich im Einzelfall begutachtet werden, welche Vertragsanpassung den Interessen der Parteien genügt. Es bleibt noch offen, ob auch die Pandemie als ein Ereignis höherer Gewalt zu qualifizieren ist. Natürlich sind die Dinge hier sehr im Fluss und natürlich kommt es sehr auf den entsprechenden Zeitpunkt an. Force majeure nach dem BGH, nach dem Deutschen Bundesgerichtshof, ist ein von außen kommendes, keinen betrieblichen oder persönlichen Zusammenhang aufweisendes, auch durch äußerste, vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt, abwendbares Ereignis. Wenn man sich das anschaut, würde man schon sagen, dass die Pandemie, das Covid-19 durchaus darunter zu subsumieren ist. Es ist noch zu früh, um höchstrichterliche Rechtsprechung zu haben, aber natürlich sind das alles Dinge, die damit einschließen. Und natürlich kommt es sehr auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses an. Das werden wir uns gleich auch bei den anderen Regelungen anschauen. Worauf man abstellt bei den anwendbaren Maßstäben, dem Standard, das sind unter anderem Erklärungen des Auswärtigen Amtes, Empfehlungen der WHO und auch natürlich generell die Empfehlungen oder Aussagen der Regierung, wie eben die Pandemie einzustufen ist. Wenn wir uns dem Recht zuwenden und als erstes schauen wir uns mal UN-Kaufrecht an, CISC. Artikel 79, vor der Pandemie wenig relevant. Jetzt rückt diese Bestimmung in den Mittelpunkt. Ich habe das hier mal aufgezeichnet, worum es hier geht. Und zwar sind das verschiedene Tatbestandsmerkmale. Das eine ist die Unbeherrschbarkeit. Ja, Pandemien und damit eben auch Covid-19 sind klassische Beispiele dafür. Also unbeherrschbar, das dürfte vorliegen. Das zweite Tatbestandsmerkmal ist die Unvorhersehbarkeit. Das heißt, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses muss für eine objektive, vernünftige Person die Pandemie unvorhersehbar gewesen sein. Also hier sieht man auch wieder, es kommt eben auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses an und auf die tatsächlichen Umstände, wie sie zu diesem Zeitpunkt gelten. Und als weiteres Tatbestandsmerkmal, es muss unabwendbar sein. Also auch hier würde man die Pandemie relativ problemlos unter Artikel 79 CISC subsumieren. Die Rechtsfolge ist die vorübergehende Freistellung von der Leistungspflicht, ohne hierfür schadensersatzpflichtig zu werden. Die Wirksamkeit des Vertrages wird dadurch nicht betroffen und dessen ungeachtet besteht
weitgehende Einigkeit, dass der Erfüllungsanspruch bei objektiver, dauerhafter Unmöglichkeit nicht fortbesteht. Ich habe das hier an ein paar Beispielsfällen mal aufgezeichnet, weil das immer ein bisschen leichter ist, sich das anzuschauen. Wir werden wahrscheinlich nicht die Zeit haben, durch sämtliche Fälle zu gehen. Aber hier sehen Sie schon ein bisschen, worauf es ankommt. Vielleicht der erste Beispielsfall, ein deutscher Hersteller von Landmaschinen, hat im Juni 2019 mit einem brasilianischen Kunden einen Kaufvertrag über mehrere Maschinen abgeschlossen und die sollten noch im Mai 2020 geliefert werden. Nach dem Kaufvertrag ist deutsches Recht anwendbar, das bedeutet Uhrenkaufrecht, weil es nicht ausgeschlossen wurde. Und jetzt bekommt durch die Pandemie bekommt er wichtige Einzelteile nicht von seinen Zulieferern aus den USA und kann das Lieferdatum im Mai nicht einhalten. Dadurch entsteht dem brasilianischen Kunden ein hoher Schaden. Wie würde man damit umgehen? Ich habe schon gesagt, das unterliegt dem Uhrenkaufrecht, weil es eben nicht ausgeschlossen wurde. Die Pandemie war, wie wir das eben gesagt haben, nicht beherrschbar. Auch nicht im Sinne des Artikel 79 vorhersehbar. Und es konnte eben auch durch keine denkbare Anstrengung die Zulieferung stattfinden. Und aus diesem Grund muss der deutsche Hersteller nicht für den Schaden des brasilianischen Kunden haften. Das sehen Sie hier auf der nächsten Slide. Ein weiteres Beispiel ist, wenn man sich mal auf den Zeitpunkt konzentriert, jetzt wurde der Vertrag erst im März 2020 abgeschlossen. Die Pandemie hatte die Zulieferung noch nicht unmöglich gemacht, aber es kam schon in mehreren Ländern zu einem Lockdown. Wie geht man damit um? Hier war der Vertragsschluss erst März 2020. Es war nicht genau absehbar, dass der jeweilige Zulieferer noch nicht leisten können würde. Es kam allerdings in anderen Ländern bereits zu Lockdowns und die unvorhersehbare Verbreitung des Virus sorgte dafür, dass der deutsche Hersteller zumindest das Risiko eines Lieferausfalls kennen musste. Insofern war die Pandemie zu diesem Zeitpunkt vorhersehbar und der deutsche Hersteller muss für den Schaden des brasilianischen Kunden aufkommen. Also hier der klare Unterschied. Es kommt auf den Zeitpunkt an, was ist Vorhersehbarkeit und das ist natürlich eine Sache, ein Tatbestandsmerkmal, das sich fortgehend entwickeln wird, so wie sich eben auch die Umstände entwickeln. Ein dritter kleiner Fall zum Uhrenkaufrecht, hier genau wie im Fall 1, allerdings wäre die Zulieferung möglich gewesen, sofern 400% höhere Transportkosten in Kauf genommen worden wären. Und dadurch hätte sich die Gewinnmarge des Herstellers um 50% verringert. In diesem Fall hätte der deutsche Hersteller durch Gewinneinbuße weiterhin leisten können. Nach Artikel 79 CISC hat er zu leisten, solange es die zusätzlichen Anstrengungen nicht unzumutbar machen. Bei einer Gewinneinbuße von 50% ist in diesem Fall voraussichtlich nicht von einer Unzumutbarkeit auszugehen, insbesondere nicht, wenn man in die Abwägung mit hineinnimmt, den hohen Schaden des brasilianischen Kunden. Wenn wir uns jetzt die Rechtslage nach deutschem Recht anschauen, soweit eine Force-Majeure-Klausel nicht vereinbart wurde und das Uhrenkaufrecht nicht keine Anwendung findet, schauen wir in das deutsche Recht. Das sind die Paragraphen 275 und 313. 275 behandelt die Fälle, also Absatz 1 muss man sagen, behandelt die Fälle, in denen eine Leistung nicht mehr zu erbringen ist, also unmöglich geworden ist. In Zeiten der Just-in-Time-Produktion können sich unterbrochene Lieferketten blitzartig zum Zusammenbruch ganzer Fertigungslieferketten oder ganzer Fertigungslinien auswirken.
Bei unüberwindbaren Nachschubproblemen können sich Parteien auf die Unmöglichkeit gemäß § 275 Absatz 1 berufen. Und das führt auf der anderen Seite allerdings zum Verlust des eigenen Zahlungsanspruchs. Die Unmöglichkeit hängt insbesondere von der Verfügbarkeit alternativer Bezugsquellen ab, die mit massivem Mehraufwand verbunden sein können, wenn es zu großflächigen Engpässen kommt. Wer sich auf § 275.1 beruft, kann sich allerdings einem Schadensersatzanspruch nach § 280, 283 ausgesetzt sehen. Und das ist der Fall, wenn er die Unmöglichkeit zu vertreten hat, gilt allerdings bei Vorsatz und Fahrlässigkeit, das wird man bei einer Pandemie verneinen können. Deswegen hat der Schuldner bei Produktionsstopp durch behördliche Anordnung regelmäßig die Unmöglichkeit nicht zu vertreten. Aus § 276 geht aber hervor, dass auch ein Vertreten müssen, auch bei Überannahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos besteht. Und dabei ist natürlich im Einzelfall zu betrachten, was die Parteien vereinbart hatten. Regelmäßig trägt der Schuldner der Sachleistung das Beschaffungsrisiko. Insofern fällt es einem Schuldner in den Fällen, in denen sein Zulieferer aufgrund der Pandemie nicht liefern kann, deutlich schwerer, sich zu exkulpieren. Ich habe versucht, das mal in einer kleinen Zeichnung darzustellen. Das ist manchmal leichter. Lieferpässe sind in der Regel temporärer Natur. Bis die Erbringung der Leistung wieder möglich ist, kann der Schuldner sich vorübergehend auf die Unmöglichkeit berufen. Und je nach Verlauf der Krise kann sich das natürlich auch umschlagen in eine endgültige Unmöglichkeit. Wenn wir uns auf der nächsten Slide § 275 Absatz 2 anschauen, das behandelt die Fälle eines groben Missverhältnisses zwischen Aufwand des Schuldners und Leistungsinteresse des Gläubigers. Ergibt sich aufgrund der Pandemie ein solches, dann kann der Schuldner die Leistung verweigern. Der Schuldner wird zwar häufig das Beschaffungsrisiko tragen und deswegen ist die Opfergrenze in Anführungszeichen des 275 Absatz 2 selten erreicht, aber in der aktuellen Situation durch Covid muss auch das Leistungsinteresse des Gläubigers niedriger angesetzt werden oder könnte in der Regel, weil es möglicherweise eben noch andere Umstände gibt, die da eine Rolle spielen. Zum Abschluss § 313, die letzte Regelung, die hier in Frage kommt. Und wenn die Regeln des 275 nicht anwendbar sind, kann unter Umständen § 313 zur Anwendung kommen. Es muss dann untersucht werden, ob die in Bezug auf die Covid-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen eine schwerwiegende Änderung der Vertragsgrundlage darstellen. Dann kann sich nämlich aus 313 eine Vertragsanpassung ergeben. Dieser Anspruch setzt voraus, dass die Umstände, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, sich nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert haben. Die Parteien in Kenntnis dieser Veränderungen den Vertrag unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen hätten und ihnen ein Festhalten am Vertrag nicht zugemutet werden kann. Ich habe das auch in verschiedene Slides nochmal aufgelistet, damit Sie sich auch die einzelnen Elemente anschauen können. Wir haben also das tatsächliche Element, wir haben das hypothetische Element und das normative Element. Und als Rechtsfolge steht dann ein Anspruch auf interessengerechte Anpassung der Vertragsbedingungen.
Ich komme jetzt zum Schluss, um meinen Kollegen nicht die Zeit abzuschneiden. Ich habe hier auf den letzten Seiten ein paar Beispiele nochmal aufgeführt und da würde ich Sie bitten, einfach mal reinzuschauen. Da wird deutlich, was in Frage kommen kann, wenn jeweils welche Vertragsbedingungen oder Vertragsvorschriften eine Rolle spielen. Wir werden hoffentlich auch dann ganz zum Schluss zu der Frage kommen, was passiert eigentlich? Ja, weil das sind jetzt alles schöne Vorschriften und hier weiß man eigentlich, was das Gesetz hergibt. Aber was passiert eigentlich in der Praxis und ist das, was wir jetzt haben, eigentlich geeignet, die Probleme zu lösen? Und ich hoffe, dass wir dazu noch weiterkommen. Das war es erstmal von meiner Seite. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dr. Patricia Nascimento. Es war wunderbar. Und wir haben schon Fragen. Wir können natürlich das später diskutieren, okay? Vielen Dank, ausgezeichnet. Dankeschön. Ja, ich werde auch meine Präsentation mit Ihnen teilen. Moment. Können Sie das sehen? Ja. Okay. Jetzt nicht weiter. Moment. Okay, Moment. Ja? Ja. Danke. Also wie gesagt, wir werden die Slides, die Präsentation auf Englisch machen. Und ich werde, wie gesagt, werde ich ein bisschen über die, wie diese schwere Question, diese schwere Frage, dieses schweres Thema von brasilianischem Recht gehandelt wird. Okay? Zuerst möchte ich anfangen. wir sind eine Kanzlei, die 6 Filialen in Brasilien hat. Wir haben Filialen in São Paulo, Porto Alegre, im Süden, Florianópolis, auch im Süden, Curitiba, auch im Süden, Campinas, in dem Bundesland von São Paulo und Rio de Janeiro, wo ich wohne, wo ich bin. Und das ist das Blick von unseres Gebäudes. Ne? Also, und heute, wie gesagt, heute ist es noch morgen hier in Rio und es ist sonnig, die Sonne scheint, es ist ungefähr so. Also die rechtliche Wirkung, die handelliche Wirkung von Covid-19, wir hatten, es gibt eine Umfrage, die Deutsche Kammer hat eine Umfrage gemacht bei ihren Mitgliedern Unternehmens, die deutschen Ausländer, Filialen im Ausland haben, ne, aus Deutschland haben. Und es gab in diesem Frühjahr 2020, circa 4000 deutsche Unternehmen haben diese Umfrage geantwortet, also 4000 ungefähr. Also die Quelle von dieser Daten hier sind von dieser Forschung, dieser Umfrage von die Handelskammer, ne? Die DIHK. Also als direkte Folge der Ausbreitung des Coronavirus erwarten 80% der deutschen Unternehmen im Ausland einen Rückgang ihrer Umsätze. Also sehr expressiv, ne? Natürlich 80%. Ne? Also 15% der Unternehmen gehen sogar davon aus, dass sich ihre Jahresumsätze mehr als halbieren werden. Also mehr als halbieren. Es ist sehr, sehr problematisch, ne? Sehr, sehr kompliziert. Ne? Und wir haben diese Ausstellung hier auch.
Und dann, wir haben diese auch Wirkung der Coronavirus-Pandemie für Unternehmen. Also wir haben diese Reiseeinschränkungen, 69%. Weniger Nachfrage natürlich, ne? Es gibt mehr, nicht so viele Nachfrage jetzt. Und das ist 58%. Stornierung von Aufträgen, das ist 48%. Und die Umfragen. Die Investitionen werden verschoben oder gestrichen, ne? 47. Und Absage von Messen oder Veranstaltungen, es gibt keine Messe, keine Veranstaltung, nichts mehr, keine Kongresse, nichts mehr gibt es. Ne? Dieses Jahr war alles durch Internet, durch YouTube, wie wir jetzt machen. Ne? Also 47, eigentlich ist es tut mir leid, es ist keine Prozent, es ist die Anfrage, okay? Die Anfrage von den Leuten, die antwortet haben, von den Unternehmen. Probleme in der Lieferkette oder Logistik, ne, auch 45. Liquiditäts an Engpässe, 33. Fehlende Waren oder die Dienstleistungen, also es gibt keine Waren, wie Frau Dr. Professor Nascimento in ihrer letzten Beispiel gegeben hat, dieser Fall, die eigentlich passiert ist mit der brasilianischen Pharmafirma, ne, von Medikamenten. Es passiert, er hatte keine Waren aus China wegen der Lockdown. Also 29, Entschuldigung. Eigene Produktionsausfälle oder Krankheitsausfälle, 22, weil natürlich viele Leute, viele Angestellten sind krank oder sogar tot. Das ist schrecklich. Und zum Beispiel hier in Brasilien haben wir mehr als 158.000 Leute, die von Coronavirus gestorben sind. Also 158.000 Leute. Ne? Das ist schrecklich. Nur in Rio de Janeiro haben wir mehr als 20.000 Leute, die gestorben sind. Also natürlich spielt es eine Rolle auch für die Unternehmen. Es ist eigentlich schrecklich. Ne? Und sonstiges, andere Antworten, sie sind drei. Also es ist eigentlich sehr, sehr problematisch, natürlich eine sehr schreckliche Situation, die wir haben. Ne? Und diese Outgrafik, wir haben diese deutschen Unternehmen im Ausland. Sie können sehen, dass von Frühjahr 2015 bis Frühjahr 2020, es ist sehr schlimm, alles ist niedriger geworden. Also zum Beispiel Lage, Beschäftigung, alles niedrig. Erwartungen, natürlich, man erwartet nicht viel mehr. Und Investitionen, ne? Wegen des Risikos. Es ist, niemand weiß genau, was passieren wird. Es ist natürlich sehr, sehr unsicher. Diese Unsicherheit natürlich ist auch in die Business, auch in die Unternehmen, in die Operationen von der Firmen. Ne? Natürlich. Also, wenn wir über brasilianisches Recht sprechen, wir haben etwas sehr ähnlich wie Hardship. Es ist nicht genau Hardship. Es ist etwas sehr, sehr ähnlich wie Hardship, die auf Deutsch heißt Störung der Geschäftsgrundlage. Ne? Und wir haben diese Theorie von die Sachen, die man nicht vorsehen kann. Ne? Es ist sehr ähnlich wie Hardship, die wir in Droit haben, deutscher Recht haben. Es ist ganz, ganz ähnlich.
aber obwohl es ist nicht genau das gleiche, aber es ist ganz ähnlich. Und natürlich haben wir diese Herbst Sixtantibus Claus oder Klaus. Ne? Diese Herbst Sixtantibus Claus Klausel war in unser Gesetz über die für Schutz von den Kunden. Ne? Es ist ein Gesetz von 1990 und in Artikel 6 sagt in Nummer 5, dass wenn die Konditionen von die Klausel von Vertrag sind verändert, dann ist es möglich, das zu dieser Revision zu machen, ne? Die natürlich in diese Fakten, die später passieren sind, ne? Und die Obligation von einer Partei ist zu schwer, ne? Es ist zu schwer. Wir werden darüber ein bisschen mehr sprechen. Also seit 1990 gibt es diese Artikel in unsere Recht. Also die übermäßige Belastung, ne, die auf Englisch excessive burden oder auf Portugiesisch onerosidade excessiva, sie ist auch in unserer neuen BGB, wie gesagt, die Englisch BGB in Deutschland. Wir hatten eine Gesetz, eine brasilianische BGB in 1916. Und dann wir haben eine ganz neu, nicht mehr so ganz neu, weil es von 2002, aber es ist neu, ne, 2002, viel, viel neuer als BGB von Deutschland natürlich. Und dann wir haben diese neue BGB, sogenannte brasilianische BGB, seit 2002. Und dann wir haben diese drei Artikel hier, 478, 479 und 480. Ne? Und die hauptste für diese übermäßige Beleistung ist Artikel 478, die sagt, dass wenn es ein Vertrag ist, die lange dauern wird, dann wenn die Obligation für eine Partei zu viel für sie, wegen Fakten, die später passieren sind und die man nicht vorsehen konnte, dann ist es möglich, den Vertrag zu beenden. Ne? Und die Auswirkungen von diesem Vertrag werden, wenn der Prozess anfängt ungefähr. Ne? Also wir haben, es muss eine Vertrag, die lang dauern wird, ne? Es muss eine große Veränderung sein, eine radikale Veränderung, ne? in die Konditionen von die Parteien, aus dem Vertrag geschrieben wurde oder unterschrieben wurde. Ne? Diese übermäßige Belastung für eine Partei und natürlich die Fakten, diese Fakten musste vorgesehen, unvorgesehen. Man konnte das nicht vorsehen, wenn da der Vertrag unterschrieben wurde. Ne? Wir haben einen hochbekannten Autor von Zivilrecht in Brasilien. Er heißt Caio Mar de Silva Pereira. Er ist nicht schon gestorben, aber er ist sehr, sehr wichtig, sogar heute. Vielleicht ist er gestorben, ich weiß nicht, vielleicht 20 Jahre ungefähr. Aber er sagt, dass man kann nicht diese Theorie von den Fakten, die nicht vorgesehen werden konnte, ne, diese übermäßige Belastung. Man kann nicht diese Theorie benutzen, wenn die Fakten, die passieren sind, waren von dem normalen Risiko von dem Unternehmen, von dieser Aktivität, von dieser Aktivität von dem Unternehmen. Also
es kann nicht, nicht ein normales Risiko sein und natürlich dieser Fakt konnte nicht vorgesehen werden. Ne? Und wir haben auch die Act of God, die höhere Gewalt auf Deutsch, sagen wir. Ne? Und wir auf Portugiesisch nennen wir das Caso Fortuito. Ne? Und die höhere Gewalt wird in Artikel 393 gestellt. Und es gibt keine Verantwortung, wenn die Schatz hat von einer höheren Gewalt produziert, ne? Oder ein Force Major. Oder wir nennen das auf Portugiesisch Força Maior. Auf Deutsch ist es Force Major wie auf Englisch. Und die Effekt der Auswirkungen konnte nicht vorgesehen werden. Auch, ne? Aber natürlich ist es ganz anders aus die übermäßige Belastung. Es ist eine andere Kategorie, es ist eine andere, natürlich eine verschiedene Fakt, das passiert, ne? Weil hohe Gewalt sind, und Force Major sind Fakten, die man sehr, es ist auch eine Überraschung eigentlich, eine Natursache, man fragt, ob eine Pandemie natürlich eine hohe Gewalt sehr gehabt werden, ne? Natürlich man fragt das auch. Normalerweise man findet das nicht, aber es gibt auch einige Entscheidungen, die sagen das ja. Also natürlich man muss es in jedem Fall das analysieren, ne? Natürlich. Und die Konditionen, die Bedingungen für hohe Gewalt und Force Major im brasilianischen Recht. Der Aspekt muss ungefähr, hat etwas passiert, es ist notwendig, ne? Es konnte nicht vermeiden werden, man konnte das nicht vermeiden und äußerlich, es ist ein äußerlicher Fakt. Okay? Wie gesagt, wir müssen in jedem Fall das analysieren, es ist nicht so leicht, es gibt kein Antwort für jeden. Es gibt keine One Size Fits All. Ne? Natürlich, wir müssen das sehr, sehr tief analysieren. Man muss sehr vorsichtig analysieren, sonst gibt es etwas ungerecht da in diese Analyse. Ne? Also wir haben eine sehr, eine Entscheidung, die ganz kurz getroffen wurde in unserer Bundeslandesgericht hier in Rio de Janeiro. Diese Entscheidung wurde am 10. September dieses Jahr getroffen und es gab eine Diskussion über einen Vertrag von Energie und der Person möchte nicht alles bezahlen wegen der Pandemie. Sie sagt, dass sie konnte nicht alles bezahlen, weil die Pandemie hatte eine große Impact, eine große Auswirkung in den Vertrag und auch in ihre Konditionen, ökonomischen Konditionen. Und dann sie möchte nur die Minimum bezahlen, die mindestens Summe von Energie bezahlen. Ne? Es gibt eine mindestens Summe im Vertrag und sie möchten dann nur diese mindestens Summe bezahlen. Und dann der Gericht von Rio de Janeiro hat das akzeptiert, aber sie hat in drei Direktionen diese Entscheidung getroffen. Also übermäßige Belastung, auch höhere Gewalt und auch Force Major. Also eigentlich, sie können nicht zusammen angewendet werden. Ne? Also es muss mindestens, wenn maximal möglich, höhere Gewalt und Force Major vielleicht, aber nicht, es ist nicht möglich, übermäßige Belastung plus
höhere Gewalt und Force Majeure benutzen, alles zusammen. Ne? Und das, dieses Fall zeigt sehr gut, wie die Theorien falsch angewendet wurden. Ne? Sie konnten nicht alle zusammen angewendet wurden. Ne? Also hier gibt es, meine Zeit ist fast vorbei. Wir haben hier einige Teile von diesen Entscheidungen. Also Sie können da sehen, dass das Gericht sagt, dass sie benutzen die übermäßige Beleistung und auch sagt, dass Coronavirus-Pandemie auch ist ein Fall von höherer Gewalt und Force Majeure. Also es ist unmöglich. Wir müssen auswählen, welche Theorie wir werden benutzen. Es ist nicht möglich, alles zusammen zu benutzen. Und am Ende möchte ich fragen, weil wir haben jetzt eine große Diskussion in Brasilien über zu wissen, ob es eine sogenannte Verhandlungspflicht gibt. Ne? Gibt es eine sogenannte Verhandlungspflicht in Brasilien, im brasilianischen Recht? Wir wissen, dass zum Beispiel in der Tschechischen Republik und auch in Rumänien gibt es so eine Pflicht, das ist erkannt, okay, aber in Brasilien, das ist nicht in unserem Gesetz, das ist nicht in unserem BGB, aber es gibt Diskussionen, wir haben einige Autoren, die diese Pflicht verteidigen, zum Beispiel Anderson Schreiber, vielleicht, er ist Brasilianer, aber sein Familienname ist Schreiber, und Anderson, er war mein Kollege im Studium, er war von meiner Klasse. Ich habe in UERJ gelernt, ich studiert eigentlich, habe in die staatliche Universität von Rio de Janeiro studiert und wir waren in gleichen Klasse. Es ist sehr nett. Er ist ein hochbekannter, es ist jung. Wenn ich mich jung finde, dann. Wir haben die gleiche Eltern natürlich, aber ich glaube, dass es jung ist und besonders sehr, sehr, eine sehr gute Professor, Jura-Professor. Er ist auch in Hessen-Wald, er arbeitet als Schiedsrichter und er hat über dieses Thema geschrieben und er verteidigt, dass ja, es gibt im brasilianischen Recht eine Verhandlungspflicht. Besonders in den Verträgen, die lang dauern. Ne? Und dann, Anderson sagt, dass diese Verhandlungspflicht ist keine ergebnisse Pflicht. Ne? Es ist nicht eine, man muss zum Beispiel, wenn die Parteien zusammen diskutieren über diesen Vertrag, und vielleicht können sie nicht eine gute Ergebnis haben, dann okay, kein Problem, weil es keine Ergebnispflicht ist, sondern eine Verhaltenspflicht ist. Also die beiden Parteien, nicht nur die Partei, die eine große Schatz hat, ne, die Partei, die nicht, die mehr zum Beispiel Geld verloren hat, aber die andere Partei soll auch das verhandeln, weil es eine Verhaltenspflicht ist, nicht eine Ergebnispflicht ist. Also, Anderson Schreiber hat vielleicht damit angefangen. Und jetzt haben wir auch einige Autoren, zum Beispiel Professor Judith Martins-Kors, die auch sehr bekannt ist, hoch bekannt ist, eine ausgezeichnete Professorin auch von Zivilrecht in Duden von Brasilien. Und ja, sie hat auch einige Artikel geschrieben und verteidigen, dass ja, in Brasilien haben wir eine Verhandlungspflicht. Aber wie gesagt, dieses Thema ist hoch diskutiert in Brasilien. Und weil es noch nicht oder weil es nicht im Gesetz ist, dann gibt es eine Diskussion, man ist nicht sicher,
Es gibt eigentlich eine große Unsicherheit, ob es, um zu wissen, ob es hier in Brasilien gibt oder nicht. Ne? Also man, mal sehen, ne? Wir müssen das darüber sprechen und mal sehen, was in Zukunft ist. Ne? Also vielen Dank. Das ist meine E-Mail und natürlich bin ich total zur Verfügung. Und noch einmal, ich bedanke mich so sehr für die Akzeptierung unserer Einladung von Professor Eckert und Frau Dr. Patricia Smet. Und natürlich vielen Dank, weil Sie an unserem Seminar teilnehmen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Fabienne Verschosa. Jetzt müsste ich mal versuchen, dass ich jetzt hier auch den Bildschirm freigebe. Kann man den sehen schon? Noch nicht. Noch nicht? Bildschirm freigeben. Jetzt sieht man es jetzt? Noch nicht. Noch nicht? Wenn Sie wollen, kann ich das auch machen. Wollen Sie? Ja, dann machen Sie das. Okay, bitte. Natürlich. Okay. Moment mal. Okay. Moment. Moment, bitteschön. Ah ja. Ich glaube, das jetzt geht. Ich war auch jetzt da, ganz schnell. Ganz schnell. Sehen Sie das? Können Sie das sehen? Ja. Okay. Ja, jetzt. Also nur sagen Sie mir Bescheid und ich kann das gehen, okay? Kein Problem. Gut. Ich versuche jetzt hier, ich sehe gar nichts mehr. Sehen Sie gar nichts? Ja. Können Sie nicht sehen? Ah, so, da. Jetzt sehe ich Sie. So. Okay, okay. Guten Tag, Entschuldigung. Es ist eine Freude, vor brasilianischen Kollegen und einigen deutschen Kollegen in deutscher Sprache sprechen zu dürfen. Usually these things are done in English. Und es ist einfach schön, auch mal auf Deutsch dazu zu sprechen. Nach diesen sehr schönen Einführungsvorträgen zum deutschen Recht einerseits und zu den Entwicklungen im brasilianischen Recht, vielleicht ein Blick aus rechtsvergleichender Betrachtung auf diese Auswirkungen der Pandemie auf Verträge und Vertragsketten. Jetzt gehen wir mal zwei Slides weiter. Ein weiter, nächster. Lebenslauf. Ah ja, ich muss sagen, dass es ist eine große Überraschung. Professor Herr hat 4 Kinder. Ich gratuliere, das ist nicht so leicht. Gut. Und weiter. Da bedanke ich meiner Frau. Ja, natürlich. Die Frauen sind dafür verantwortlich überhaupt. Aber natürlich ist das für die Ehepaar. Ne? Gut, gratuliere. Ich habe eine Elektrotechnik-Ingenieurin zur Frau. Also bei uns zu Hause findet auch noch normales Leben außerhalb der Jura statt. Jetzt haben wir es geschafft. Dieses Bild hier zeigt vielleicht jeden von uns, wie er über den Atlantik jongliert zwischen Deutschland und Brasilien. Da unten sieht man die Haifische, die alle auf uns warten, wenn wir Fehler machen im Jonglieren von diesen Komplexitäten des Rechts, von denen wir gerade gehört haben. Da ist das internationale Privatrecht, was abgrenzt, welches Recht nun gilt. Die Rechtsvergleichung mit den Unterschieden, die wir gehört haben in den verschiedenen Ländern, und das Prozessrecht, was Patricia Nascimento ja schon angesprochen hat. Am Ende geht es darum, wie man es in der Praxis auf die Straße bekommt und wie es angewendet wird. Mal das nächste Foto, bitte.
Das Thema, das wir hier besprechen, ist zu alt. Es wurde von Cicero schon besprochen, aber auch von Platon schon, der wiederum darauf zurückgegriffen hat, und auch von Seneca. Es ist die Grenze zwischen Vertragsbindung auf der einen Seite und Treu und Glauben auf der anderen Seite. Und vielleicht an dieser Stelle ein Zitat, das mir kam, als ich Frau Nascimento zuhörte. Das ist bei uns alles entstanden in Deutschland in der Rechtsprechung seit 1922, also nach dem Ersten Weltkrieg, als wir ja auch viele Störungen von Vertragsverhältnissen hatten, historischen Ausmaßes. Und auch wir übrigens, wie die Brasilianer, haben das erst seit 2002 kodifiziert, also gleichzeitig. Davor war es aber immer in der Rechtsprechung drin. Und zu der 50-Jahres-Feier vom Bundesgerichtshof hat ein berühmter Wissenschaftler Köhler dazu gesagt, Zitat, die Stärke der Lehre von der Geschäftsgrundlage liegt in ihrer Schwäche, nämlich in ihrer Unbestimmtheit sowohl hinsichtlich des Tatbestandes als auch hinsichtlich der Rechtsfolgen. Und ich dachte, das ist ein schönes Motto auch für unsere Diskussion nachher, ob es Verhandlungspflichten gibt. Aber diese Grenze zwischen der Vertragsbindung auf der einen Seite, Pacta sunt servanda, sie sind zu befolgen, insbesondere im englischen Recht ganz stark geschrieben, aber überall geltend. Und auf der anderen Seite die Frage, wie man nach Treu und Glauben unter besonderen Umständen anpassen muss. All dies gibt es. In wenigen alten Verträgen, mit denen wir jetzt so zu tun haben, wird die Pandemie in der Force Majeure-Klausel ausdrücklich erwähnt. Wie gehen wir nun um, wenn wir ein Background-Law suchen, was gilt, wenn es nicht ausdrücklich geregelt ist? Die nächste Folie, bitte. Und dann entdecken wir noch eine weiter. Eins weiter. Okay. Ein weiter, dann kommt. Okay, nun okay gut. Ja, ein zurück. Jetzt ein zurück, jetzt ist es so. Zurück her? Okay. Genau, wir entdecken die Schwierigkeiten der verschiedenen Grundlagen und Hintergründe. Und wir sehen hier in diesem Bild die Konzepte, die wir gehört haben. Sowohl in Deutschland, auch in Brasilien haben wir gehört, es gibt ein Konzept, das Wort von Force Majeure, wobei man es im deutschen Recht suchen muss. Das Wort Force Majeure selbst steht nicht im Gesetz in Deutschland. Wir haben von der Störung der Geschäftsgrundlage gehört. Wir haben von Frustration of Contract, das ist die englische Variante dazu, und von Unmöglichkeit gehört. Jetzt eins weiter. Und das Besondere, wovon ich jetzt sprechen möchte, sind die UNIDROP Principles of International Commercial Contracts 2016. Auf Deutsch nennen wir sie auch UNIDROP Grundregeln der internationalen Handelsverträge. Aber es ist üblich, auch bei uns in Deutschland, immer von den UNIDROP Principles zu sprechen. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. UNIDROP ist ein französischer Begriff, ein Recht, UNIDROP. Das ist die französische Abkürzung für das internationale Institut für die Vereinheitlichung von Privatrecht, the International Institute for the Unification of Private Law. Und dies gibt es seit 1926. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts schon haben die angefangen zu überlegen, wie man das vereinheitlichen kann und vielleicht ausgehend zunächst von der Form eines Welt-Business-Rechts wurde 1980 eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit Experten aus allen Staaten der Welt, eben auch aus Brasilien, aus Deutschland, aber auch aus allen anderen wesentlichen Staaten und auch vielen Common Law Countries. Und man hat 1994 die erste Fassung veröffentlicht und 2016 nach zwei weiteren Zwischenfassungen gibt es jetzt ziemlich vollständigen UNIDROP Principles 2016. Ich selbst hatte das Glück, einige Jahre dort mitwirken zu dürfen als Berater. Und das Besondere an diesen UNIDROP Principles, und das führt vielleicht auch schon zu der Modernität, die Fabienne kritisch sieht in dem Urteil des brasilianischen Gerichtes, es ist diese Vermischung. In den UNIDROP Principles wird beides anerkannt. Es gibt sowohl die Möglichkeit Hardship, Geschäftsgrundlage, als auch Force Majeure, das ist der Artikel 717, und die Unmöglichkeit. Alle Konzepte sind verbunden. Und nun ist das Spannende, je nachdem, wie die Menschen trainiert wurden, jeder denkt doch immer ganz natürlich, es ist menschlich, dass das Recht, was wir gelernt haben, das Beste ist. Das ist natürlich nicht. Denn Menschen sind überall in der Welt intelligent und kommen überall in der Welt auf gesunde Ideen und haben überall
große Historien. Und die einen entwickeln sich aus Rom heraus und die vielleicht die anderen aus chinesischen Traditionen heraus. Also wir haben gemeinsame Wurzeln und es sind eben, und das war das Große, was diese UNIDROIT geschafft hat, sie haben eigentlich die gemeinsamen Grundprinzipien herausgefiltert für internationale Wirtschaftsverträge. Und die haben eben beide Ideen, auch wenn es erst in neuerer Zeit aufgeschrieben ist. Aber immer dann, wenn es nichts gab, wie in Deutschland in den 20er Jahren, als diese große Inflation stattfand, dann wird der Mensch kreativ und so wurde es entwickelt und es gibt heute diese gemeinsamen Prinzipien. Wir machen mal weiter. Die Ziel dieser Regeln sind, aufzuschreiben allgemeine Regeln für internationale Handelsverträge, ja, General Principles of International Contract Law, und das findet man auch in zahlreichen Schiedsverfahren. Sie sind anzuwenden, wenn die Parteien vereinbart haben, dass ihr Vertrag diesen Grundregeln unterliegt. Ich kann nur berichten, dass ich seit 2004 eigentlich keinen Monat, mittlerweile keine Woche oder keinen Tag mehr habe, an dem nicht in irgendeiner Form wir uns auch in einem grenzübergreifenden Vertrag auf die Geltung der UNIDROIT Principles verständigen, in zahlreichen Industrien. Sie können angewendet werden, wenn die Parteien vereinbart haben, dass ihr Vertrag allgemeinen Rechtsgrundsätzen und dergleichen unterliegt oder Lex Mercatoria. Das ist ein Konzept, was es immer mal gibt, auch schon als Schiedsrichter erlebt, etwa in Schweden, Deutsch, Chinesisch, und dann hatte man die allgemeinen Rechtsprinzipien oder die gemeinsamen Prinzipien zu den beiden Rechten vereinbart. In solchen Situationen helfen die UNIDROIT Principles. Sie können aber auch angewendet werden, wenn die Parteien kein Recht gewählt haben, dem ihr Vertrag unterliegt. Das kommt immer wieder vor, auch in Schiedsverfahren. Sie können benutzt werden, um Regelwerke des internationalen Einheitsrechts auszulegen oder zu ergänzen. Da kommt gleich ein ganz spannendes Beispiel von dem UN-Kaufrecht im CIS. Sie können benutzt werden, um nationales Recht auszulegen oder zu ergänzen. Das ist etwas, das finden wir ganz besonders in Brasilien, dazu gleich ein Beispiel. Und sie können als Modell für nationale und internationale Gesetzgeber dienen. Das ist der Fall. Gerade die Vorschriften zu Hardship in den UNIDROIT Principles sind von zahlreichen Staaten, zum Beispiel Litauen, Russland, vielen osteuropäischen Staaten, wörtlich übernommen worden. Und sie sind in der Praxis erprobt. Ich habe neulich für ein großes Schiedsverfahren in Spanien mir einmal die gesamte Praxis angeguckt mit Beispielen aus über 25 Staaten. Es gibt wirklich in allen wesentlichen Teilen der Welt, wirklich allen, gibt es Beispiele, wo die UNIDROIT Principles angewendet worden sind als allgemeine Regeln für internationale Handelsverträge. Die United Nations Commission on International Trade Law, also die Internationale Handelskommission der UNO, hat sie zweimal schon anerkannt, 2007 und 2012. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass auch die von 2016 anerkannt werden. Und die Union Internationale des Avocats, die gerade ihre Jahresversammlung hat, das ist eine der großen, eine der ältesten Juristenorganisationen, haben sie auch in diesem Sommer offiziell anerkannt und allen ihren Mitgliedern zur Nutzung empfohlen. Dahinter stehen immerhin ungefähr 2 Millionen Juristen. Jetzt gehen wir weiter. So, und jetzt als Beispiel zur Anerkenntnis dieser UNIDROIT Principles in Brasilien. Eine von zwei Entscheidungen vom 14. Februar 2017 vom Court of Appeal Rio Grande do Sul, der in der Begründung übrigens Professor Lauro Gama zitiert, auch ein von mir sehr geschätzter brasilianischer Experte. Und die haben gesagt, das Gericht, die UNIDROIT Principles sind the new Lex Mercatoria, also die Gruppe von Regeln und Usancen und Customs, Model Clauses und so weiter, die von Judicial Decisions und Arbitral Awards, also Schiedsverhandlungen, entwickelt worden sind und dem Handel entnommen worden sind. Und deswegen sind sie so Art in Südamerika, außer Chile, sind sie eigentlich sehr häufig, werden sie angewendet als eine Art natürliche Ergänzung des nationalen Rechts. Und es ist erstaunlich, dass sie ganz, ganz häufig diese Funktion haben. Und gerade das, wenn ich zum Beispiel zu dem Thema Verhandlungspflicht komme, kann ich mir natürlich überlegen, liebe Fabiana, und damit ein bisschen in die Diskussion einsteigen, in den Effects of Hardship in Artikel 623 Absatz 2, da und Absatz 1 steht drin,
the disadvantaged party is entitled to request renegotiation. Wenn man also den Ansatz ihrer Kollegen, die sagen, es gibt eine Verhandlungspflicht, kombiniert mit dem Corte Rio de Grande de Sul und sagt, ergänzend kann man sich auf die UNIDROIT Principles stützen, dann komme ich über 623 Absatz 1, habe ich sogar eine dogmatische Begründung für die Verhandlungspflicht. Das mal so als erste Idee aus unserer Diskussion und wir machen jetzt mal weiter. Okay. Und in Deutschland sind sie auch anerkannt, man findet sie häufiger in Schiedsverfahren, auch da habe ich sie schon erlebt hier in Deutschland. Man kann sie wählen als Rechtsprinzipien, das sagt 1051 der deutschen Zivilprozessordnung im Schiedsrecht, aber auch die neuen Schiedsregeln, die wir jetzt vor 2 Jahren reformiert haben in Deutschland von der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, sagen das nun auch, dass man Rechtsregeln wählen kann, wie es auch die UNCITRAL vorsieht. Vor deutschen Gerichten selbst kann man sie auch anwenden, das wird häufig übersehen, weil wenn man sie denn angewendet hat, auch wenn das keine formale Rechtswahl ist, werden das dann im Zweifel anwendbare deutsche Recht nach 133, 157 BGB immer dazu kommen, dass man dem Parteiwillen Vorrang gibt, solange er kein zwingendes Recht gegen zwingendes Recht verstößt. Und deswegen die Diskussion kommt. Deutsches Anwaltblatt September 2020 hat jetzt mal einen Aufsatz auch für alle Anwälte und nicht nur die spezialisierte kleine Nische von Experten gebracht. Also man kann in Kombination mit einer Schiedsklausel sogar das deutsche AGB-Recht vermeiden. Das ist einer der Gründe, warum ich seit vielen Jahren mit den UNIDROIT Principles häufig arbeite, selbst dort, wo ich deutsches Recht durchsetzen könnte. Die UNIDROIT Principles sind häufig einfach besser. Aber selbst so sind sie ein neutrales Mittel. Jetzt mal das Nächste. Okay, ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, 2 Jahre meines Lebens. Das scheint auch anerkannt zu werden, das ist ein Bild von meinem Buch. Immerhin gab es 35 Book Reviews in 20 Jurisdictions, auch in Brasilien, eben von diesem Professor Lauro da Gama. Und da habe ich Artikel 717, das ist der aus den UNIDROIT Principles zu Force Majeure. Und Sie sehen da unten im Kommentar auf Seite 200, die Epidemics sind mit drin. Also wer UNIDROIT Principles gewählt hat und Epidemie nicht reingeschrieben hat, über Artikel 717 Force Majeure kommt man zum gleichen Ergebnis wie Patricia Nascimento in der Subsumption von Force Majeure nach deutschem Recht. Jetzt höhere Gewalt, jetzt weiter. Ja, und dann ist sehr beachtlich eine Entwicklung von UNIDROIT, also der internationale Intergovernmental Organization mit 63 Mitgliedstaaten im Juli 2020, ja zum ersten Mal etwas gemacht wegen der Besonderheit der Situation und haben eine beachtenswerte Studie herausgegeben, welche Bedeutung, wie kann man nutzen die UNIDROIT Principles zum Umgang mit Covid-19 und in der Summe auf Seite 53 heißt es am Ende, the principles of a state-of-the-art best practice tools to deal with the problem. A set of rules that result from years of study and analysis with the participation and consensus of the most prominent academics and practitioners in the field of civil law and common law traditions. These tools have the potential to offer solutions to all parties concerned by the pandemic and its consequences. Also ein Weckruf an diese UNIDROIT Principles zu denken und auch an diese praktische Covid-19-Not. Es kann sein, dass dem einen oder anderen, der jetzt zuhört, die Idee und die Möglichkeit, hierauf zurückzugreifen, vielleicht in Kombination mit der brasilianischen Eingebung ergänzend Covid-19 heranzuziehen. Auch im Kontext von 313, Patricia, habe ich mir schon überlegt, ob man mit UNIDROIT Principles arbeiten kann, um gerade das Thema Verhandlungspflicht auch zu forcieren. Jetzt gehen wir mal zur nächsten Seite. Genau, die kombinieren eben alle nationalen Ansätze und gerade diese Kombination macht es stark, weil der eine, der New Yorker Anwalt, der hat von Hardship noch nie was gehört. Ja, in China ist es völlig normal, in allen Variationen, dann jede der nationalen Rechte hat kleine Nuance und diese Kombination bringt die Sachen zusammen und man kann durchaus. Natürlich sind es im Einzelnen unterschiedliche Voraussetzungen, aber überlegen, ob derselbe Sachverhalt sowohl bei Force Majeure was hilft, als auch bei Hardship. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel. Jetzt weiter.
Jetzt hier ein Beispiel aus Belgien. Da gibt es dieses Urteil vom 19. Juni 2009 in Scaffem. Und Scaffem war zu entscheiden nach dem CISC, dem Uhrenkaufrecht. Und da war das Gericht auch mutig in einer durchaus umstrittenen Entscheidung, aber es ist der gleiche Grundansatz. Sie haben gesagt, 79 sagt nichts zur Vertragsanpassung, es sagt ja nur Force Majeure. Aber über Artikel 7 Absatz 2 in einer sehr mutigen Auslegung haben Sie gesagt, ergänzend kann ich aber die Unidraw Principles Hardship heranziehen zur Ergänzung von dem, was passiert, wenn ein Impediment da ist. Und alle Kritiker dieser Entscheidung, da geht es immer nur um die Auslegung des CISC mit dem Wort Impediment, aber das gibt es. Und da es das gibt, kann ich natürlich, wenn ich den Vertrag gestalte, auch schreiben, es gilt das CISC, Komma, ergänzt um die Unidraw Principles. Wenn ich den Vertrag heute schreibe, kann ich sogar vorsehen. Jetzt gehen wir mal eine Seite weiter. So, und nun, daher komme ich jetzt ein bisschen in die Gegenwart. Was mache ich denn heute? Also die alten Situationen sind, wie sie sind. Und je nachdem, ob ich Long-Term oder keine Long-Term-Beziehung habe, muss ich pragmatische Lösungen finden für die alten Verträge. Aber es gibt ja auch Verträge, die in heutiger Zeit geschlossen werden. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie man die Unidraw Principles nutzen kann, selbst wenn man sie gar nicht vereinbart, um neben einer Force-Majeure-Klausel mit denen zu arbeiten. Denn die Force-Majeure selbst wird nicht immer funktionieren, weil heute weiß man, das haben wir an den Fällen von Patricia Nascimento gehört, heute weiß man, Corona ist da. Es kann eine zweite Welle geben. Es kann wieder auch in 6 Monaten zu einem neuen Lockdown kommen. Wenn ich also heute einen Vertrag mit Lieferfristen vereinbare, dann ist eine neue Welle nicht unvorhersehbar. Und deswegen kann man damit aber arbeiten, sowohl an der Rechtsgrundseite als auch an der Rechtsfolgenseite der Namen. Man kann daran arbeiten, dass man sagt, das Corona-Risiko kommt außerhalb der Risikosphäre der Parteien, eventuell kombiniert mit einer Verpflichtung, sorry für den Schreibfehler dort, und mit einer Verpflichtung, dass man sich kümmern soll um Maßnahmen. Und dann auf der Rechtsfolgenseite gibt es Varianten. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Man kann etwa überlegen, und das ist jetzt mal aus der Praxis heraus übernommen, in ähnlicher Form habe ich das schon gemacht. Zum Beispiel kann man etwa beginnen, ich zitiere mal aus einer Klausel, die Parteien erkennen an, dass sie diese Vereinbarung während einer weltweiten Covid-19-Pandemie abschließen. Das ist das Besondere jetzt. Die weitere Entwicklung dieser Pandemie und die sich daraus ergebenden schwerwiegenden und grundlegenden Einschränkungen für Leben und Wirtschaft im Allgemeinen sowie für Lieferketten und die unter dieser Vereinbarung fallenden Geschäfte im Besonderen, also die Auswirkungen auf zukünftige Corona-Beschränkungen, sind nicht bekannt. Keiner weiß es. Die Parteien erkennen gegenseitig an und stimmen überein, dass sie von keiner der beiden Parteien vernünftigerweise berücksichtigt werden können. Da ist Risiko für jeden. Jetzt geht es weiter. Die Parteien betrachten die zukünftigen Corona-Beschränkungen als zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages nicht vernünftigerweise vorhersehbar und absehbar. Wir können also jetzt im Vertrag festlegen, das, worüber wir uns sonst streiten würden, ob man das nun vorhersehen müsste oder nicht. Und damit vermeidet man diesen Streit. Weil sie zu schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen für eine oder beide Parteien führen können, einschließlich Produktionsverzögerungen, Nichtlieferungen oder Verzögerungen von Lieferungen durch Unterlieferanten und Dienstleister, das Beispiel mit Amerika, vereinbaren die Parteien Folgendes. Und während ich Patricia Nascimento zuhörte heute Morgen, habe ich mir noch notiert, in einem Vertrag, den ich gerade verhandle, muss doch so eine Corona-Klausel hinein. Und dann kann man eben sagen, A, das Risiko einer solchen zukünftigen Corona-Beschränkung wird keiner der Parteien zugeschrieben. Ja, das ist Rechtsgrund. B, solche zukünftigen Corona-Beschränkungen liegen außerhalb der Kontrolle einer der Parteien. Damit ist auch das Merkmal erledigt. C, die Parteien überwachen zukünftige Corona-Beschränkungen und informieren sich gegenseitig angemessen unverzüglich über etwaige Corona-Folgen. Und D, Corona-Folgen werden als höhere Gewalt im Sinne dieser Vereinbarung behandelt. Und auf der Rechtsfolgenseite bin ich auch frei und kann mir überlegen, was ich möchte. Und ausgehend von 6.2.3 Unidraw Principles kann ich etwa sagen,
Bei Eintritt einer Corona-Folge ist eine Partei berechtigt, von der anderen Partei eine angemessene Anpassung dieser Vereinbarung zu verlangen, die aus der Sicht einer vernünftigen Person, die unter gebührender Berücksichtigung der Umstände und der Art und des Zwecks dieser Vereinbarung handelt, beurteilt wird. Übrigens gibt es diese Sprache natürlich in allen Sprachen, auf Japanisch, das gibt es in über 20 Sprachen und natürlich auch auf Brasilianisch, Portugiesisch. Eine solche Anfrage ist so schnell wie kommerziell möglich zu stellen und muss die Auswirkungen der Corona-Folgen und die beabsichtigte Anpassung darlegen. So habe ich die Einleitung der Verhandlung. Und damit komme ich auch schon fast zum Ende. Jede Partei erklärt hiermit ihre Bereitschaft, in ernsthafte Verhandlungen einzutreten und diese Verhandlungen nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und in fairer Weise mit dem Ziel zu erreichen, eine rasche und wirtschaftlich vernünftige Lösung für beide Parteien zu erreichen. Wenn ich die Pflicht reinschreibe in den Vertrag, dann habe ich die ganze akademische Diskussion nicht mehr, die sonst ja sehr spannend ist. Und optional, auch das habe ich in ein paar Fällen gemacht, aber nicht immer. Das hängt immer sehr von den Interessen der Parteien an. Manchmal habe ich sogar genommen, ergänzt, wenn sich nicht innerhalb von 3 Monaten eine Lösung findet, dann kann das Schiedsgericht entscheiden und wird, auch das habe ich manchmal gemacht, immer in Abstimmung mit den Parteien, unter Berücksichtigung der Interessen, wird für diese Entscheidung, wie anzupassen ist, darf es sogar ex aequo et bono entscheiden. Denn das ist eine Entscheidung, die ist wie eingangs zitiert mit dem Satz, es ist so weich, was hier an Variationen da ist, dass es vielleicht angemessen ist, zu diesem einen Punkt den Schiedsrichter besonders zu ermächtigen. In den Slides selbst, die verteilt werden können, werden Sie noch ein paar weitere Hintergrundfolgen finden, auch zu Seneca und Cicero, das ist da alles dargestellt und übersetzt. Und damit möchte ich eigentlich zum Schluss kommen, vielleicht letzter Slide, da steht mein vielen Dank drauf. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Dankeschön. Toll, vielen Dank für die beiden. Wie gesagt, es ist mir eine große Ehre, mit Ihnen dieses hochschweres Thema zu diskutieren. Danke, danke sehr. Und wir haben ein paar Fragen hier. Darf ich Ihnen die Frage stellen? Okay? Okay, zuerst gibt es eine sehr interessante Frage an Professor Brodermann. Professor Brodermann, Wann wird eine Pandemie absehbar? Wann wird eine Pandemie absehbar? Naja, wir haben die Erfahrung von SARS 2002 und das haben wir, wie es dargestellt wurde, im Fall von Frau Nascimento so ein bisschen vergessen, weil es nicht so groß wurde. Und die Covid-19-Note der UNIDROIT enthält viele Anregungen dazu, wann das wird. Aber zumindest die Fortsetzung der jetzigen Pandemie in Covid-19, die ist allemal absehbar. Würde ich als Schiedsrichter aus heutiger Sicht wahrscheinlich so entscheiden. Man guckt sich an, was sagt die World Health Organization. Wir kriegen täglich alle unsere Informationen, dass es überall weitergeht. Also jetzt wer heute einen Vertrag schreibt, der muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Es ist schon fast ein Anwaltskunstfehler, gar nichts zu sagen. Genau. Wollen Sie etwas sagen, Frau Dr. Patricia? Ich würde Eckart absolut dazu stimmen. Das ist nämlich, und heutzutage muss man sich genau damit auseinandersetzen. Und vielleicht kann es noch eine kleine Nuance geben, weil es ja in Wellen geht. Und dann ist die Frage, gibt es nur eine Pandemie oder gibt es sozusagen verschiedene Ausformungen? Ich bin relativ sicher, wir werden in der Zukunft solche Streitigkeiten sehen, dass man sagt, ja, aber genau dieser Peak war nicht absehbar oder hier war es doch eigentlich wieder vorbei und in dem Land war es anders. Ich fürchte, das sind so ein bisschen diese Nuancen, mit denen man sich in der Zukunft auseinandersetzen wird. Und es ist natürlich schwierig, das adäquat in den Vertrag hineinzubringen. Und ich habe also mit großem Interesse Eckart gelauscht, weil ich glaube wirklich, die Klausel, die du vorschlägst, das ist etwas, was wirklich alle Interessen berücksichtigt. Es ist international, es ist anpassungsfähig. Ich werde mich damit noch mal sehr genau auseinandersetzen, aber vielen Dank schon mal für diese Idee.
Ja, wunderbar. So, das nächste, vielleicht für jeder von uns, aber natürlich, ich möchte Sie rühren, Sie darüber rühren. Gibt es ein Beispiel für einen internationalen Vertrag, der aufgrund Hardship Clause nicht geändert hat? Soll ich das wiederholen? Gibt es ein Beispiel für einen internationalen Vertrag, der aufgrund Hardship Clause nicht geändert hat? Was meinen Sie? Ja. Ja. Können Sie das nennen? Ein Schiedsverfahren, da hätte man kündigen können. Die Kläger haben sich entschieden, nicht zu kündigen, was ihr Recht gewesen wäre, und sich auf Hardship zu berufen mit dem Ziel, dass der Vertrag weiterlebt mit Vertragsanpassung, statt dass er einfach aus der Welt kommt. Ja, wie immer, es hängt davon ab, ne? Von jedem Fall. Ne? Man muss das jeden Fall, jeden Vertrag sehr, sehr tief und sehr vorsichtig analysieren, ne? Ich glaube. Ne? Was meinen Sie davon, Professor, Frau Dr. Patricia? Also ich glaube in der Tat, dieses Beispiel, dass man eben etwas sieht und sich trotzdem dafür entscheidet, den Vertrag fortzusetzen. Ja, dann ändern sich ja wieder die Umstände. Ja. Okay, und die letzte Frage, die ich bekommen habe hier, das ist eine Frage an mich. Frau Versoze, sind Sie der Meinung, dass diese Fälle, die Frau Dr. Patricia gezeigt hat, diese Fälle, also sind Sie der Meinung, dass diese Fälle endlich entschieden wurden, wenn das geltende Recht das brasilianische wäre? Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich weiß ich nicht. Ich habe Zweifel. Man muss daran denken. Und ja, wie gesagt, man muss das sehr, sehr vorsichtig analysieren. Und vielleicht in einer Schiedsgerichtsbarkeit wäre es leichter. Ne? Und deshalb empfehlen wir immer, dass diese schwere oder mehr komplexe internationale Verträge sollen natürlich immer eine Schiedsgerichtsbarkeitsklausel. Aber wenn es im Gericht entschieden wurde, vielleicht wäre es schwerer. Mal denken. Wir haben eine Idee von Patricia, dass wir daraus einen kleinen Aufsatz machen. Und vielleicht müssen wir diese gleichen Fälle dann alternativ mal nach deutschem, brasilianischem Recht und den Universitäten lösen. Ja, gut. Also danke für die Frage. Genau. Also wollen Sie etwas sagen, eine Idee oder was? Damit wir, es ist schon fast am Ende, wir haben schon 1,5 Stunden. Wir müssen das beenden, ne? Und ich möchte wissen, ob Sie etwas noch sprechen würden oder sagen möchten. Vielleicht nur in aller Kürze, also ich bedanke mich sehr für diese Gelegenheit. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir sollten, glaube ich, das aufgreifen und dazu gemeinsam etwas veröffentlichen. Das ist ein Thema, das uns ja leider begleiten wird. Ja? Mhm. Und dann ist das, glaube ich, schon angebracht, sich das mal vertieft anzuschauen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für diese Einladung. Nein, danke. Ich sage danke sehr, vielen Dank. Und insgesamt zeigt Covid-19, dass wir die nationalen Grenzen und vielleicht auch manchmal das nationale Recht verlassen müssen und angemessene grenzübergreifende Lösungen entwickeln müssen. Auch ja. Von meiner Seite herzlichen Dank, insbesondere an die freiwillig zugehört haben und an Fabiane, um es zu organisieren. Nein, danke schön. Ich sage herzlich Dank. Ich bedanke mich sehr dafür. Noch einmal vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre, hier mit Ihnen zu sein, für meine Kanzlei auch. Und ich möchte Ihnen mitteilen, dass alle Teilnehmer, die angemeldet werden, wenn Professor Eckert und Frau Patricia mich erlauben, werden wir unsere Präsentationen teilen. Dürfen wir das machen? Ja.
Präsentationen? Sie kriegen von mir aber noch eine kleine korrigierte Fassung von dem einen Schreibfehler. Okay, natürlich. Es wäre nicht so fertig, aber okay, wir machen das. Aber okay, wir werden ganz bald unsere Präsentation an die angemeldet schicken. Okay, also vielen Dank noch einmal. Vielen Dank für Ihre Geduld auch. Wir wissen, dass jeder so viele Aufgaben hat, ne, mit dieser Pandemie. Alle sind sehr beschäftigt. Es gibt so viele Webinars zur Verfügung und wir sind so froh, weil Sie mit uns waren. Okay, vielen Dank und noch einmal vielen Dank an Professor Eckert und Frau Dr. Patricia. Okay. Vielen Dank. Okay, tschüss. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Bye.